da ist, die Angst zu zerstören, gilt nicht. Gut. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, und wie kann ich dann die Kriegerin leben? Ja, du tust es. Und wenn du zerstörst, dann kriegst du mit, dass du das nicht du bist. Dann, wenn du zerstörst, dann tust du dir weh. Kannst nicht zerstören. Wir können nichts zerstören. Wir haben die Macht, nichts zu zerstören. Du kannst nie etwas zerstören. Liegt das nicht in deiner Hand? Vergiss es. Wenn du aus Angst zu zerstören dich zurückhältst, dann zerstörst du deine Kraft. Kann ich das so stellen? Ja, danke. Ja, ich wollte eigentlich das genau sagen. Es gibt nichts zu zerstören, was du jetzt gesagt hast, außer das Ego des anderen. Das Ego des anderen. Mhm. Genau. Okay, aber ich würde das Thema Organismen, es ist so, ihr habt gesehen, ne? Es gibt etwas, ich spreche etwas an, Silvana sagt, Moment, ich bin die Meisterin für Krieger, meldet sich und tut es. Ne? Das ist die Frage wäre an ihr jetzt. Ne? Bin ich das? Nee, ich bin ganz ja, ja. Auch. Ja. Okay, das Thema, ich möchte sagen, wenn wir ein paar Tage einfach zusammenbleiben, es ergeben sich. Ich habe hier Meditation geführt, das heißt, der nächste Schritt wäre in die Stille. Ich habe das von hier gehört. Wer ist mein Meditationsmeister? Sicherlich. Darf ich? Mhm. Ja, magst du kommen? Entweder sagt das oder man hört das. Ja. So oft wissen wir nicht, die Tiefe, die wir haben, ist für uns selbstverständlich, aber nicht für die anderen. Ne? Das heißt, jetzt nach dem Krieger bräuchten wir natürlich ein bisschen Stille und Zentrierung. Deine Seele hat sich gemeldet oder hier in diesem Bereich. Das heißt, wenn du uns einfach in die tiefste Stille, die es gibt, uns einfach bringen kannst. Für dich ist es selbstverständlich. Wir sind immer ständig am Denken, aber du weißt, du kennst diese Tiefe, ob du die uns ein paar Minuten in den Traum, wenn du für richtig hältst, einfach vermitteln kannst. Ja? In Stille, in Bewegung, mit Worten, wie du einfach aufmerkst.
Ja, meine Empfehlung ist für dich einfach Meditation anzubieten. Du tust nichts, du sagst nichts, kommst im Raum, um dich zu erkennen, nicht für die anderen. Eine Stunde Stille und dann gehst du wieder. Dann lernst du für dich und erkennst einfach deine Tiefe, das, was die Tiefe deiner Seele, ob du es weißt oder nicht, das ist für mich egal. Es ging sofort in die Tiefe, in die Stille, du hast alles zack, sofort blockiert, Gedankenströme blockiert in eine kreative Form. Könnte man jetzt noch lang machen, ich wollte nur ein Beispiel machen, weil ich möchte diese organische Konstrukte zeigen. Und was hast du damit gemacht? Ich habe es versucht zu machen. Und warum bist du nicht tiefer in die Stille? Weil, das da hat es ein bisschen. So noch ein bisschen, eine Minute für sein Knie, ja? Ist okay? Einfach noch tiefer in die Tiefe, in die Stille gehen. Was anders. Das hat sich entspannt. Das heißt, immer wenn du zweifelst, geh einfach weiter in die Stille, weiter in die Stille, weiter in die Stille. Und wenn du das anfängst, Meditation, muss auch still sein. Und wenn sich was meldet, still sein. Also nicht, es ist für dich, es ist einfach Erkenntnis, für dich meine Empfehlung. Dankeschön. Das heißt, es vielleicht kann ich einfach empfehlen, in euer Familiensystem, in euer Zuhause, alles in Fünfer einzuteilen und zu gucken, wer welches Organ ist. In der Firma, möchte jemand ein Beispiel oder so, Institut oder wie es bei euch ist? Möchte jemand jetzt kurz mitforschen, fragen? Ja. Du meinst jetzt innerhalb der Familienstruktur? Familienstruktur oder Firma oder Institut? Was? Die Organe abzubilden. Ja, in der Struktur. Ja. Hast du eine? Deine Familie. Deine Familienstruktur, okay? Gut, deine Familienstruktur, wenn du schaust oder wenn du Informationen abrufst, fehlen die Augen. Das bedeutet, dass in deinem Familiensystem ein paar Leute nicht wussten, wohin, verloren waren. Auf der Seelenebene sind ein paar Seelen zu holen, aber grundsätzlich wurde ich einfach in deinem Familiensystem einer der Seelen, die gegangen sind, in deinem genetischen Code die Augen wieder herausholen, dass du entscheidest, welche Seele du dir abholst, die Augen gibst, die Sehkraft wieder gibst, und das wurde ich einfach als Nummer 1 machen. Dann wurden zwei verlorene Seelen sich zurückbilden, die das Durcheinander, was diese Seelen durchgemacht haben, wurde sich einfach auch zurückbilden. Dann wurden sich die Körper
von allen in deiner Familie. Das ist ein Beispiel, ich mache das auf die Schnelle, wenn du das erlaubst, um einfach die Mechanismen einfach aufzuzeigen. Ne? Dann würden sich die Körper, die Genetik von allen Körpern erstmal in dieser Dimension alle verändern und dann würden einfach die anderen organischen Einheiten einfach auch bilden. Ne? Wer Familienstellen macht oder in dieses System auch forscht, empfehle ich einfach auch, diese Forschung anzufangen, die Organe im Familiensystem zu recherchieren und diese Forschung einfach auch mitzuteilen. Sagt ihr das was? Ja. Danke. Okay. Aber eben oft, ich habe gerne viel in der Wirtschaft gemacht, also GTV, ich hasse das Wort Spiritualität als arrogantes Wort. So wie wenn der Pizzabäcker oder die an der Kasse nicht spirituell wäre. Wir quatschen viel zu viel, ich bin spirituell, da und kannst mich malen. Ne? Ist der andere nicht oder wie? Ja? Das ist ein besseres Wort anzubieten. Ja, ich wollte sagen, das ist auch keins. Die Sache ist nicht die, das Wort wegzunehmen, sondern die Bewertung und das Schubladendenken dabei. Genau. Wir brauchen noch die Worte, weil wir Menschen sind, zumindest wirken wir als Menschen, in echt sind wir ja spirituelle Wesen oder Sternenkinder, was auch immer. Und wir müssen, glaube ich, alle hier, wir müssen aus der Bewertung rausgehen, gut, böse oder spirituell. Es ist einfach neutral und dann kann man alles so sein lassen, wie es ist. Und ich glaube, eine der größten Trennungen zwischen uns Menschen findet statt in der Bewertung. Ja. Wir gucken, oh, der schaut so aus, oh, bin ich, wie ist mein Bauch, wie ist mein Haar? Und wir vergleichen uns, wir setzen uns höher, tiefer und dadurch entsteht Trennung. Und das Einssein, das Miteinander und in die Liebe kommen, ist ein Annehmen von, wir sind Geschwister, wir sind Brüder, jeder hat Fehler, ich habe Fehler. Weil so nach dem Motto, verurteile ich den anderen, wäre ich selber verurteilt oder verurteile ich mich selbst. Ja, also raus aus der Bewertung, das vereint uns. Und ja, jeder will ja mit seinen Fehlern angenommen werden und wir müssen uns selber annehmen. Ja. Mir fällt ein Wort ein, das Urteilen und Bewerten verursacht Krebs. Das ist meine Provokation. Weil das, was auf die Zigarettenpackung geschrieben werden, die Schrift verursacht Krebs. Aber nicht rauchen, trinken oder Drogen oder so. Es ist eine Beleidigung. Jeder entscheidet, ob das Auto für mich schädlich ist oder nicht. Ob die Zigarette oder der Wein oder das Essen. Das Essen zu sagen, ist schädlich oder tödlich, ist eine Beleidigung für die menschliche Intelligenz. Ich finde kriminell, wie die diese Schriften entwickelt haben. Ich wurde auf alle als Menschenrechtsverletzung auf alle Gerichtshöfe Europa das anklagen. Weil das sind große amerikanische Sekten, die verhindern damit auch den Genuss. Und die zwingen durch diese Bankensysteme. Wir sind so doof. 99 unseres Geldes wird in irgendwelche Sachen über unsere Köpfe verspielt. Wir könnten das hundertfache, würden wir sofort die Banken, alles was den Banken gegeben worden ist, wenn das an die Bürger verteilt worden wäre, an Spanien gesagt, hätte jeder 2 oder 20 Millionen Euro bekommen oder 200.000, irgend sowas. Ne? Das heißt, es wäre eine neue Grundlage entstanden für Wirtschaftssysteme, die von Bürger für Bürger, wo Demokratie wirklich Demokratie ist und nicht irgendwelche wir, weil wir Missbrauch an erster Stelle haben, sind verantwortlich für das Ganze, jeder von uns. Deswegen die Einladung, jeder geht in seine Erleuchtung, das ist der einzige Weg. Geh und mach deine Arbeit, wofür du geboren worden bist, das ist der einzige Weg, der uns einfach ermächtigt, wieder organisch zusammen zu sein, jeder bei sich zu Hause und doch alles eins.
Ja. Du sagst es jetzt gerade, ich bin eigentlich am Gucken nach meinem Beruf. Das vorhin ja. Schon mal. Ist das ein Roman oder? Jetzt einfach noch mal wissen, was dir dazu kommt. War das schamanisch? Ja. Was du. Ich bin so wichtig, ich brauche Aufmerksamkeit. Du hast eine, vielleicht verstehst du das nicht ganz, eine Schriftstellerkarriere verpasst. Weil da kannst du zwischen den Zeilen immer das sagen, was die Leute erreicht haben. Also ein Buch zu schreiben ist nicht ein Buch zu schreiben, muss man zwischen den Zeilen das reintun, was passt, damit diese Biobotschaften oder genetische Botschaften durch das Buch ankommen, ja, und das bewirken. Das ist an erster Stelle, aber das, ich weiß noch, ich denke, das bräuchte ich noch ein bisschen Zeit, um die Geschichte auszurollen, was passiert ist, was geschehen ist, warum du diese Entscheidung getroffen hast, was du in deinem Körper jetzt produziert hast, um dich daran zu erinnern, aber es ist einiges zu entrollen, nur für dich als Informationssystem. Auf der zweiten Ebene würde ich einfach als Weg die Gier mehr leben, als Erkenntnisweg, um zurückzugehen. Also die Gier ist für dich ein gutes Urteil. Ja, Kraft. Ja, Kraft, und das ist einfach der Anfang, ne, zum Erkennen. Je bewusster, desto schneller ist das Erkennen. Und dann kommst du zum Schriftsteller. Ne? Aber wie gesagt, ich kann jeden hier fragen, warum, und jeder bekommt Antworten. Ne? Deswegen schaut die Welt so, wie sie ist. Sonnensystem, da ist Merkur, da ist Mars, Körper, Pflanze, das sind die Wurzeln, das sind die Blätter. Alles ist organisch in der Natur. Und es ist Zeit, dieses organische Einheiten anzufangen, zu forschen. Das heißt, ich kenne ein bisschen alles. Ich interviewe täglich so viele Leute, noch niemand, der in dieser Form es einfach auch geforscht hat. Sabine weiß es zum Beispiel, ne? Ich denke, ich würde es gerne individuell dann noch, weil es ist... Nee, nur ein kurzer... Ach so, die Frage, was... Ja, was geschehen ist, die Ursituation. Warum ist der Schriftsteller nicht entstanden? Welches Missverständnis? Mit dem Urgroßvater, dem Urgroßvater an den Vater zu tun. Sag einfach, was kommt, verstehst du ja nicht, du musst ja nicht verstehen. Also der Vater hat sich zwischen dich und deinem Großvater, also du bist sehr verbunden mit deinem Großvater, väterlichseits, und da hast du eine immense tiefe Weisheit, also ein Wissen, was schon da ist. Und das hat er dir weitergegeben. Das wartet darauf, dass das, du wolltest eigentlich nur die Feder aus Papier und es würde gehen, aber der Vater, du hast es erlaubt, nicht als Schuld dem Vater, sondern du hast es erlaubt, dass du den Vater hast dazwischen stellen lassen. Das ist nur, was ich jetzt als Information gerne können, wenn noch tiefer ist. Okay, das heißt, du hast die Entscheidung getroffen, jeder hier bekommt Informationen, zum Beispiel, ich habe das für Jahrzehnte gemacht, diese Training, ne? Intuitive Intelligenz, es gibt niemanden, der nicht empfängt. Sonst degradiere ich nicht mal zur Pflanze, die Pflanzen empfangen auch. Wer sagt, ich intuiere nicht, das gibt es nicht. Mein Hund intuiert auch,
Intuit, ergo cogito oder cogito, wie manche sagen. Erst Intuition und dann hat das Denken ein Ziel. Wer nicht ältstichtig, erfühlig ist, ist es weder Mensch noch Pflanze noch Tier noch Natur. Und da es dich gibt, kannst du das nicht sagen. Das heißt, nicht zu empfangen, das geht nicht. Die Biologie, die Genetik sagt was anderes, die Physik sagt was anderes. Die richtige Frage an den Wissenschaftler, die wissen ganz genau. Ellsichtigkeit, Ellfühligkeit ist, was man nicht löschen kann. Und der Beweis sind die Krankheiten, Kriege, weil das ist das Gegenteil von das, was wir empfangen. Von 600 Milliarden Euro geben wir aus, den Körper, um die Weisheit der Körper nicht zu erkennen. Reichtum und Überfluss in kurzer Zeit durch bewusste Handlungen für die ganze Erde im Überfluss. Individualität und niemand nimmt jemand anderen was weg. Unterrichten gibt es nicht mehr. Medizinisch niemand überschreitet die andere Grenzen, verkauft dem anderen was anderes. Pflegejahr, Dienstjahr. Aber wir haben gesehen, wie Unterricht, wie Universitäten geschehen. Jetzt bist du Professor, jetzt bist du Professorin. Es entsteht in kurzer Zeit die Menschen, die bereit sind, jetzt in ihre Professur zu gehen. Spielen ist Biochemie. Was ist denn Biochemie? Irgendwas. Biochemie. So, jeder hat seine Geometrie, so jeder seine Meisterschaft hier, seine Form. Und das heißt, in dem Moment, wo man in die inneren Systeme geht und diese Absicht hat, und Respekt, verboten zu unterrichten, verboten zu heilen, so ich würde die neue Disziplin absolut nicht grenzüberschreiten. Mach's mir weg, ich mach dir nicht weg. Ich spiegele dich nur. Du stehst ganz allein mit deinen Schmerzen, mit deinen Problemen. Du hast Freunde, du hast Spiegelung, du bekommst alles, was du willst, nur keine Grenze überschreiten. Die Würde des Menschen ist unantastbar und wird nur angetastet am laufenden Band. Und das machen wir alle. Deswegen ist für mich die Grenzüberschreitung, die es jetzt gibt, wieder in irgendwelche organische Einheiten wieder einzugrenzen, damit niemand mehr die Grenzen des anderen überschreitet. Ja, ich finde die Themen sehr, sehr gut und sehr wichtig, aber ich würde sie ein kleines bisschen anders formulieren, weil es sind Sachen, die uns alle betreffen. Sie bewegen uns im tiefsten Inneren und rütteln uns wach, aber wir brauchen auch Lösungen. Ich würde versuchen, die Sachen, die er formuliert hat, positiv umzuformen, damit wir jetzt nicht so, schrecklich, ne? Weltuntergangsstimmung, weil so sieht es aus in der Welt. Aber wir wollen ja was verändern und wir wollen fröhlich sein und Lebensfreude haben. Das heißt, wie können wir trotz dieser Dinge, die so bestehen, wie können wir sie umwandeln? Wie haben wir Perspektiven, jeder Einzelne? Jeder Einzelne hat ein immens großes Potenzial, jeder, der hier sitzt, hat ein großes Potenzial, ein Geschenk, was jeder an die Welt zu machen hat, die Welt zu verändern und zu verbessern. Und das muss irgendwie, es muss Lösungen geben, es muss immer wieder sagen, ja, den Weg gehe ich weiter oder das kann ich tun, das kann ich beitragen, obwohl es so ist, obwohl dieser Missstand ist oder so viel. Wir brauchen weiter neue Wege, Lösungen und der Glaube an das Gute und die Macht der alles ist möglich. Ich glaube, wir können, wir sind Schöpfer unseres Lebens. Und wir brauchen Perspektiven. Ja. Dankeschön. Ich habe es nicht erfunden. Ich nehme das Wort wie ich AG. Ich AG. Jeder geht seinen Weg.
Punkt. Ne? Also ich habe es nicht erfunden. Alle Präsidenten und Kanzler und so, die Industrie, die wollen das alle. Individualisierung auf alle Ebenen. Das heißt, jeder geht seinen Weg. Aber das ist ja Ausbeutung. Ich sage wie sie mal an Ausbeutung. Ist eine Abhängigkeit, die ich erlebe. Ja. Nee, ich habe das jetzt nur als Wort genommen. Die Absicht war gut. Jeder ist seine Firma. Für mich, angestellt sein, sollte, wird irgendwann abgeschafft. Das geht nicht. Einer ist immer der Doofe. Alles in organische Einheit. Jeder in seiner Firma ist Zeit. Ne? Okay, ein Abschlusslied. Danke. Morgen ist wieder ein Vortrag, glaube ich. Ja. Na, machen wir nicht, die noch nicht existiert. Ich finde die beste. Das bedeutet, jeder kann Seins reinbringen, wenn er aus der Angst geht und in die Liebe bleibt. Und in der Mut, nicht perfekt zu sein, weil perfekt sind wir nicht. Und damit entsteht sich Harmonie. Ich glaube, das entspricht, was wir heute gesprochen haben. Raum vor alles, was da ist, zu lassen. Den Mut zu haben, nicht perfekt zu sein, ist cool. Hey.
Das bedeutet, ihr macht Klatschen für euch selbst. Hoffentlich merkt ihr das. Klatschen ist gut für die Leber. Klatschen ist gut für die Leber. Klatschen ist für sich selbst. Das entgiftet die Leber, die Klatschen. Mal wieder ein Sekt trinken. Oh ja. Dankeschön.